Der Personalausweis ist das wichtigste Ausweisdokument eines deutschen Staatsbürgers. Doch oft merkt man zu spät, dass es abgelaufen ist. Das kann teuer werden. Laut dem Personalausweisgesetz können bei einem abgelaufenen Ausweis Geldstrafen bis zu 3.000 Euro verhängt werden. Generell haben Personalausweise von Personen unter 24 Jahren eine 6-jährige Gültigkeit, ab 24 Jahren sind es 10 Jahre. Nach dem Ablaufdatum kann das Dokument nicht verlängert werden, sondern muss neu ausgestellt werden. Dazu wird ein Termin im Bürgeramt fällig. Folgende Unterlagen sollte man dabei haben: ein aktuelles, biometrisches Foto sowie den alten Personalausweis oder Reisepass. Sind weder Personalausweis noch Reisepass vorhanden, wird eine Geburtsurkunde, Eheurkunde oder Lebenspartnerschaftsurkunde benötigt. Mit einem abgelaufenen Ausweisdokument sollte man auch nicht mehr verreisen, da es an der Grenze zu Zurückweisungen oder erheblichen Reiseverzögerungen kommen kann. Für spontane Reisen gibt es jedoch die Möglichkeit, einen vorläufigen Reisepass zu beantragen. Dieser kostet 10 Euro und ist 3 Monate lang gültig.